So, hallo allerseits. Ja, wir haben uns hier gerade erfolgreich in Mosley sein Büro geschlichen, der ja irgendwie hier verleugnet wird. Aber uns konnte der Beignet-Verkäufer, den wir uns da gerade aus dem Park hierher geschleust haben, oder gelotst haben oder überredet haben, dass er sich mal hier hingestellt. Ja. Da ist hier natürlich erstmal voll Happy Hour gewesen und alle gleich raus und haben sich was geholt. Und wir haben uns reingeschlichen, super. Mit diesem schönen Schlüssel hier, den wir jetzt mal wegmachen können. Tja, ja, dann gucken wir mal, was hier so los ist. Logs of unsolved cases, perhaps? Most Was kann der denn hier Interessantes haben? logs of un logs of un Noch mehr? logs. Liegt auf dem Schreibtisch irgendwas oder wie? Mosley's desk has more groin on it than on he had. Was hat er denn deponiert? Was steht denn in dem Brief? Nochmal. It's unknown. Ach so, nee, hier lesen. Mosley's note. Ja. Gabe, I have to go underground with this thing. Ja, gut, I'm das haben already wir being watched. gelöst. It was. Try to keep out of this. It's too hot for a rookie. Ja, ich schick dir Just für in alle Fälle. case, I'm sending you my office key. You might find some useful things there. P.S. I think this note will look great in the book, don't you? Make The Na note. gut. Okay. Also nur zum Büro der Schlüssel, also nicht hier für eine Schublade oder so, oder? Mosley's. Mo. Mo. Mosley's phone. Mosley's Phone. Mosley's office looks ugly. Mosley. Ach, können wir das benutzen? Gabriel doesn't want. Nee, vielleicht gucken, wen er zuletzt Gabriel angerufen would hat. prefer to touch as little of Mosley's stuff as possible. Gabriel. Ja, gut. There's no one. Ja, mit dem Telefon kann man There's eigentlich immer no one. reden. Mosley's office. Okay, können wir hier so eine Schublade There aufmachen? is not, there is not, that Gabriel can, Oder hier den there Computer? is not, there is not, Nee. there is, Gabriel can, Gabriel would not sit in Mosley's chair. Warum das ist? Ist wohl eine Anspielung darauf, dass er kein Detektiv werden will oder was? Tja. Hier, vielleicht hier öffnen. Not me. I've seen how Mosley organizes stuff. Ja, meine Güte. Ah, aber die machst du auf, ja? Was war das denn für ein Geräusch? Das war doch das Mund selbst gemacht. Mund geblasen, sozusagen. Ja, schön, jetzt haben wir hier eine Schublade aufgemacht. There's a tracking device in the drawer. Tracking Device. Tracking Device. There's a tracking device in the drawer. Ja. Du nennst das Tracking ein Tracking Device, ein Peilgerät. This tracker might come in handy. Aha. Sollten wir das etwa finden, Mosley? Wo ist es denn? Das hier? This device is called a tracker. Gabriel remembers a time when he and Mosley used it. Illegally, with a couple of babes in a white convertible. It Aha. operates as follows. The signal device attaches to an object, such as a car. The signal device emits a signal that appears on the tracker, LED, allowing the object to be tracked. LED. Was sollte LED jetzt heißen? This device It operates as follows. The signal device. Naja, aha. Also wir können hier das gehören die It's dazu. a signal device for the tracker. Ein Signal It's a Sender. signal device for the tracker. Und das? It's a signal device for the tracker. Ach, zwei Stück gleich. Warum haben wir denn zwei Stück? Ah, ja, jetzt haben wir gleich erfahren, was Mosley und Gabriel so in ihrer Jugendzeit gemacht haben. Ja. Ja, so kann man natürlich seiner Wunschdame auch näher kommen. Indem
könnte man ja einfach ein Tracking-Device ans Auto pappt oder so. Naja. Nur ob sie danach gut zu sprechen drauf ist. Tja, wo können wir denn sowas gut gebrauchen? Vielleicht um uns im Sumpf besser zurechtzufinden oder so? Aber dazu müssten wir ja irgendwie was damit ausstatten, was auf jeden Fall zu diesem Treffen kommt. So, ja, mehr ist das hier offenbar nicht. It's a signal. Ja, noch eins. Steht da noch irgendwas drauf? It's a made in Japan. Made in Japan, ja. Naja. It's a... Vielleicht von Samsung oder so. Sind die überhaupt in Japan? That item cannot be read. That item can... Oh, gut, kann nicht gelesen werden. Ja, war es das jetzt, was wir hier mit... The drawer is empty. Oh, the drawer, dramatische Pause, is empty. Na gut. The drawer is empty. Tatsächlich. Ja, dann machen wir sie there wieder zu, is ne? Not a... Ach so. Gabriel. Na komm, wie denn dann? So? So? Nein. So. Das Geräusch ist doch zu geil. Das bin nicht ich. Das ist tatsächlich vom Spiel so. Ach schön. Könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Bis zum Abend. Ja, bis zum St. John's Eve. Gabriel cannot... Ja, ach, da können wir nicht... The desk is back. The... Gabriel cannot... Können wir die Mikrowelle aufmachen? Gabriel doesn't... Nee, will er nichts mit zu tun haben. Und hier? Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. Gabriel cannot... Gabriel can... Gabriel can... Nee, also was anderes macht er hier irgendwie nicht auf. Mosley's. Soll es das gewesen sein? Police Department Memos and other didactic blurbs. Art prints of the... Aha. Ja, können wir hier noch was mitnehmen? Gabriel's not in... Nö. Gabriel could... That intercom would be of little use outside this building. Gabriel could take that. Gabriel could. Gabriel. It's und not hier? Gabriel's size or style. Ja. Gabriel's. Was für Kunstdruck hat er denn hier alles? So aus dem Kaufhaus. Und hier ist eine Gegensprechanlage. An intercom. How high tech. Können wir die benutzen? Gabriel wouldn't know what to say. Nee. Wenn wir ja nur. Könnten ja Sonderangebote heute beim Beignet-Verkäufer reinsprechen. Mal gucken, können wir das hier nicht? Gabriel would not. Nee. Ja, meine Güte. Dann, gehen wir mal hier wieder raus, würde ich sagen. Weil mehr war ja hier jetzt irgendwie nicht zu holen. Was ist? Moment. Das Blaue da? Mosley's bookcase holds open. Okay. Nee, ist alles. Mosley's desk. Ja, nee. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Noch haben wir ja den Schlüssel. Ich hoffe, der wird uns jetzt nicht abgenommen oder so. Weil dann können wir ja nochmal zur Not nochmal rein. Falls da noch was sein sollte. Hey, get out of there, you. Sorry. Just looking for a restroom. Genau. Der Typ ist auch wieder weg. Naja. So, ja, wo kommen wir denn jetzt mal dann hin? Wo
brauchen wir denn noch so eine Drummers? Hier waren wir, da war aber nichts zu machen. Der ist nicht mehr da. Hier ist Frau Moonbeam schon wieder da. Sign on the front door of Magenta. Nee, die ist immer noch am Panel-Seminar. Auf dem Panel-Seminar. Naja. Können wir mal gucken, ob Dr. John inzwischen wieder da ist. Hoffentlich ist die Hello, Schlange. Dr. John. Aha. Glad you could return to us, Mr. Knight. Hm. So. Hier ist noch alles behalten. A wooden doll with... Looks like Jack Nicholson. Tja, Jack Nicholson ist auch da. Gabriel hier ist wonders er. If that drum is one of the cartel's messengers. Da bestimmt. Mal gucken. Trommelt der auch was? Gabriel can't hear the street drummer very clearly in this location. Mhm. Tja. Professor Hartridge said that in Voodoo, a small ritual coffin is called a Seke Madule. Aha. Professor Hartridge said that in Voodoo, ne? A small ritual coffin is called a Seke Madule. Mach das so ein Ritus Ding. It's an electrical switch. Ja. Der Leben retten kann. Können wir den jetzt eigentlich wieder drücken? Gabriel has no interest diese scheiß in Python the noisy fan at the moment. Na gut. Können wir den I'm hier aufmachen? I'm close enough to using a coffin as it is. Der Hinweis mit dem Professor, Professor Hartridge. Da hat er auch geträumt von so einem Sarg, ne? Professor Hartridge. I'm close enough to using a coffin as it is. Aha. They might not like it if I move the display. Na. Na, öffne den vielleicht mal. Even if that were for sale, Gabriel. Na. This is a Seke Madule, isn't it? A small ritual coffin? I am not familiar with that terminology. Really? I find that odd. You may find it odd if you wish, Mr. Knight. Mhm. Ach, wir können ihn aufmachen. Aber das war's dann auch, ja? Hm. The coffin is empty. It's empty. Hm. Und hier haben wir auch noch so ein Messer, ne? That knife looks familiar. Probably from Hartridge's slide. What do you call it? A kubasa? Mm-hmm. That knife. What do you call it? Kubasa? A kubasa? Da fehlt denn jetzt nur noch diese Peitsche hier. The historic... The back and up. Hm. Aber eine Peitsche haben wir that hier nicht, must ne? Be Marie Laveau. Aha. That must be... Das sind teilweise neue Gesprächsoptionen hier. It's a back... Ja, das wird according sehen. To Hartridge. That pole in the center of the room is called a potometer. Aha. Ach, guck mal. Er bringt das jetzt alles in Einklang mit dem, was er von Professor Hartridge mal gehört hat. A very large, very formidable looking snake is secured in a place. Naja, zum Glück ist sie da wieder eingesperrt. Dr. John. Ja, Dr. John. Na gut, dann quatschen wir noch ein bisschen, oder? The back wall, an artist. The back, a gaudy shell. The back. Now, why does that remind me of Grace? Was erinnert ihn an Grace? An art. Naja, wir quatschen mal noch eine Runde gleich mit Dr. John. Würde ich sagen. Gehen wir schon mal ein bisschen hier rüber. Aber das legen wir dann wieder in die nächste Folge, würde ich sagen. Ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.